Guten Morgen, ihr Lieben, hier bei Good Morgen Channel 21. Bei uns dreht sich heute alles um die neuen Kollektionen von Monaco Blue Weekend und von Monaco Blue. Ich habe die Designerin da, die mit Heike zusammen verantwortlich ist für diese tollen Designs. Und was ihr gewinnen könnt, ja, dazu bleibt jetzt dran. Ich begrüße euch mal wieder mit einem ganz herzlichen Guten Morgen Channel 21 und dank unserer wunderbaren Kollektion von Monaco Blue Weekend darf ich auch heute mal hier ganz gemütlich auf meiner Couch sitzen, nämlich in einem der neuen Teile. Und vielleicht habt ihr ihn ja schon gesehen, online ist er bei uns bei www.channel21.de natürlich auch schon zu bestellen. Und deswegen haben wir uns heute gleich die Person eingeladen, die maßgeblich an dieser Kollektion immer mit dranhängt. Aber bevor wir dazu kommen, zu unserem ersten Gast, möchte ich natürlich die Dame begrüßen, die diese ganze Sendung mit mir hier immer schmeißt. Und das ist natürlich die wunderbare Daniela. Guten Morgen, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ja? Ja. Ja, mir auch. Mir scheint heute irgendwie schon wieder die Sonne aus allen Poren und ich habe richtig gute Laune. So mit deinem Anzug von Monaco Blue Weekend. Ja, das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsanzüge, Daniela. Du wirst es nicht glauben, ich durfte ja mit Heike und unserer lieben Diane zusammen das Shooting begleiten und auch den Trailer drehen. In einem ganz tollen Haus hier in Hannover haben wir da gedreht, aber auch schon ganz neidisch, so einem ganz tollen Architektenhaus. Und da, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, den Anzug, habe ich sofort gesagt, wenn der da ist, muss ich den bestellen. Und selbst meine beste Freundin Sabrina hat auch gleich angerufen und hat gesagt, den muss ich sofort haben. Wo gibt's den? Natürlich bei uns hier. Aber du bist auch in Monaco Blue heute unterwegs? Ich bin auch in Monaco Blue, wobei ich habe ein bisschen kombiniert. Ich habe eine Hose von Sarah an, von Sarah Kern aus der neuen Kollektion. Du kommst, die war ruhig auf. Die war, ja, ich finde das ja immer so cool, wenn man unsere Sachen ja auch super gut kombinieren kann. Also meine Hose ist von Sarah aus der neuen Kollektion. Ich finde die so cool mit diesen Kristallen oder wie? Strassstein, ne? Genau. Und dazu habe ich eine super schöne Bluse von Monaco Blue an. Und ich finde, es passt so gut zusammen, weil die glänzt halt auch so ein bisschen hier. Ja, die ist gleich und die gibt das so ein bisschen, genau, die gibt das so ein bisschen wieder, was halt auch hier so in der Hose in den Steinen ist. Ich gedacht, das richtig kombiniere ich mal. Richtig schick. Naja, ist ja auch Sonntag, ne? Da machen wir uns natürlich schick für euch. Mit Monaco Blue Weekend geht es genauso gut, wie ihr seht. Auch wenn man im Jersey- und Jogger-Look unterwegs ist. Das ist ja natürlich auch ein Riesentrend im Moment. Und wo dieser Trend herkommt und wie lange der noch bleibt, das wird uns jetzt die Designerin verraten, die hier die Handschrift mit dran hatte. Guten Morgen, Cordula. Schön, dass du da bist. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass du gekommen bist. Wir haben immer schon die ganze Zeit an dir rumgeschraubt und immer, haben immer gefragt, komm noch mal zu uns und so. Es passte lange nicht, jetzt passt es endlich und jetzt du bist da. Und natürlich passenderweise auch komplett natürlich mit den neuen Kollektionen. Das war natürlich perfekt jetzt zum Saisonstart. Du bist auch in Monaco Blue Weekend, finde ich, ist übrigens ein ganz, ganz tolles Teil. Was sind da alles? Du hast auch schon im Vorgespräch gesagt, ihr habt so bei Monaco Blue Weekend wirklich en Detail gearbeitet, oder? So ganz viele süße kleine Sachen. Was verbirgt sich da denn noch? Also wir haben wirklich bei Monaco Blue Weekend so eine ganz detailverliebte Kollektion, die sich sehr über diese kleinen Specials definiert. Und hier haben wir zum Beispiel, ich zeige das mal in die Kamera, hier unser kleines Monaco Blue Weekend Herzchen, was überall auf der Kollektion sich wiederfindet. Und dann haben wir hier natürlich eine Intarsie. Also es ist ein eingestricktes Motiv und zusätzlich noch mal geschmückt mit diesen kleinen Steinchen und auch hier an dem Bändchen noch mal. Die ist so toll geworden. Ich hole auch direkt noch mal hier zu. Guck mal, wir können das ja mal zwischen uns legen. Guck mal, einmal dahin, so. Genau, das ist die passende Strick-Jog-Pant, die es dazu gibt. Also schön natürlich immer in der Kombi zu tragen. Ich habe es heute mal ganz lässig mit Jeans kombiniert, weil ich auch so der Jeans-Träger bin. Also ich trage das dann auch gerne mal mit Jeanshosen kombiniert, aber wenn man das natürlich so in der kompletten Kombination trägt mit der Strickhose, ist beides, ne? Ja, aber entweder so Leisure, aber man kann ja auch tatsächlich sagen, in diesen ganzen Jogwear kann man inzwischen ja auch rausgehen, man kann so zum Bäcker gehen, ja. Man kann so zum Sport fahren schon direkt und sieht schon richtig knorke aus auf jeden Fall. Mhm. Wir haben heute, und das finde ich ganz toll, weil ich weiß, ihr seid auch immer natürlich alle ganz gespannt, was wir für einen Gewinn haben. Was hast du uns heute für einen Gewinn mitgebracht? Wir haben heute unser Gold Strickplate vom Monaco Blue Weekend zur Verlosung. Das haben wir schon versteckt hier im Set. Ja, ein ganz, ganz schönes sommerliches Teil, was jetzt auch sehr trendaktuell mit dieser Goldfolierung zu sehen ist.
Guck mal, und ich zeig euch das mal, das ist nämlich, Entschuldigung, guck mal, du musst jetzt hier einmal Platz machen, runter, weiß ich, mach's nicht gerne. Guck mal, du kannst ja mal ein Stück rüberrutschen und dann zeigen wir hier mal den Zuschauern, wie groß das ist. Schaut euch das mal an. Wahnsinn, oder? Und das Schöne ist, Riesenplate. Es ist von der linken Seite super schön kuschelig weich und von der rechten Seite so ein richtiger Eyecatcher, ein richtiges Highlight durch diese Goldfolierung, die auf der rechten Seite zu sehen ist. Also ein Megateil und es ist bei uns schon richtig durch die Decke gegangen, ist natürlich auch bei uns im Online-Shop. Und jetzt kommt die Frage der Fragen natürlich, liebe Daniela, was müsst ihr heute zu Hause machen, damit ihr hier bei unserer Verlosung teilnehmen könnt? Ja, und auf jeden Fall solltet ihr teilnehmen, weil, wie Luisa schon gesagt hat, es ist schon fast ausverkauft. Wir haben euch noch einen zur Seite gelegt, den eine von euch nach Hause bekommt. Und dafür verratet uns doch mal, Cordula hat uns ja ganz viele neue Teile aus den beiden neuen Kollektionen von Monaco Blue und Monaco Blue Weekend mitgebracht. Und verratet uns doch mal, welches vielleicht schon euer neues Lieblingsteil ist. Bleibt einfach dran, wir zeigen euch noch ein paar mehr. Oder geht mal im Online-Shop stöbern und dann kommentiert einfach mal unten drunter, welches euer neues Lieblingsteil aus einem von den beiden Kollektionen ist. Ich muss sagen, in diese Bluse habe ich mich schon richtig verliebt. Ich durfte auch schon einmal diesen Mantel tragen, der da auf der Puppe ist. Also ich wüsste auf jeden Fall schon ein paar Teile, die ich unten drunter posten würde, wenn wir mitmachen dürften. Ich wünschte es ja, weil wie gesagt, das Plate ist wirklich nicht mehr aufzuhaben und deshalb macht auf jeden Fall mit. Ja, und damit ihr natürlich auch einen Anreiz bekommt, schon mal gucken könnt, was ist euer Lieblingsteil, gucken wir doch auch mal rein. Ich muss tatsächlich sagen, mein Lieblingsteil ist aus der normalen Monaco Blue Kollektion. Auf jeden Fall natürlich der dünne Mantel oder der Strickmantel. Ne? Hast du tatsächlich auch einen Teil, wo du sagst, das ist so eins meiner Highlight-Pieces gewesen, was wir entworfen haben? Ja, also wir haben bei Monaco Blue, das sieht man jetzt hier auch auf der Puppe, unser ADT. Das ist ja unsere bewährte Lamnapa-Leder-Optik, also super angenehmes, veganes Leder. Mit einer Spitze besetzt, also richtig Haute Couture, ja, mit einer Spitze Ton in Ton, gibt es in drei Farben, in dem Khaki, in Weiß und in Schwarz. Und dann sind hier zusätzlich noch so kleine Perlchen eingestanzt, also ist ganz, ganz aufwendig auch verarbeitet. Und das ist natürlich ein absolutes Highlight der Kollektion. Da weiß ich auch tatsächlich, da hatte mir Heike auch erzählt beim Shooting, war noch ganz lustig, sie hatte dann so Bilder auch auf dem Handy mir gezeigt, dass da so eine Anregung gab. Alexander McQueen hat eine ganz ähnliche Hose, kostet weit um die 1000 Euro. Da sind wir natürlich in einem viel, viel günstigeren und viel tolleren Bereich unterwegs. Ja. Wie ist das so im Zusammenspiel mit Heike zu entwerfen? Wie spielt ihr euch da so ein bisschen die Bälle zu? Bringt Heike immer auch Ideen mit, Fotos? Wie ist die Arbeit mit Heike dazu? Also die Arbeit mit Heike ist ganz großartig. Also wir haben uns sehr gut aufeinander eingeschossen und eingespielt und sind ein eingeschweißtes Team. Und wir sind eigentlich permanent im kreativen Austausch miteinander. Heike ist ja auf der ganzen Welt unterwegs. Ja, unser Jetsetter. Genau. Kriegt immer ganz viele Inspirationen und Ideen und füttert mich sozusagen mit ihren kreativen Ideen, also jeden Tag. Und permanent. Und wir sind da immer im kreativen Austausch. Und ich versuche das dann dementsprechend umzusetzen. Ja. Und das klappt super gut. Also wir haben so manche Tage, wo wir mehr miteinander telefonieren als mit unseren eigenen Männern. Das kann ich mir vorstellen, ja klar. Aber das ist, glaube ich, auch richtig wichtig, dass man eine Person hat, die immer stringent an der Kollektion dran ist und eine andere, die auch so ein bisschen immer die Augen offen hat und tatsächlich auch guckt, okay, das bewegt sich auch, das wollen die Leute, da geht's so hin oder das sieht man vielleicht auch getragen gerade. Heike ist ja auch dann viel auf Ibiza oder in Spanien oder überall unterwegs. Ne? Und das ist ja auch mal ganz wichtig, dass, glaube ich, ja, dass alle so ein bisschen in ihrem Metier einfach gucken, was machen sie. Wo kommst du eigentlich her? Hast du Modedesign studiert? Hast du das Schneiderhandwerk gelernt? Was hast du vorher gemacht? Also ich habe tatsächlich erstmal eine Schneiderlehre gemacht. Cool. Ja. Ich fand das damals immer ganz toll, also muss ich mal kurz ausholen, weil meine Großmutter war Schneiderin und meine Mutter hat damals immer erzählt, also was sie alles so genäht hat für sie, als sie klein war und das hat mich immer fasziniert. Das wollte ich selber auch können, also kreative Ideen bekleidungstechnisch dann auch selber umsetzen zu können. Und da habe ich dann eine Schneiderlehre gemacht und im Anschluss Modedesign studiert. Ja, cool. Mhm. Und auch hier oder in Hamburg oder wo warst du unterwegs? Kommst du aus Hannover? Nee, ich komme aus Bad Oeynhausen. Ah, kenne ich sogar. Ja. Ja. Und habe dann in Bielefeld studiert. Ach, auch schön, auch eine schöne Stadt. Ja, es ist nach wie vor, finde ich, immer, es war immer mein großer Traum, Modedesign zu studieren. Ja, aber ich sag's immer wieder, ich war einfach nicht, ich hatte,
ich war nicht fleißig genug. Es war immer, wenn dann Teil nicht nach dreimal funktioniert hatte, dann habe ich die ganze Maschine was an jemanden geschmissen. Och, das gab's bei mir auch. Ja, ne? Ich kann mir vorstellen, wenn dann der Faden gerissen ist, war bei mir schon Feierabend. Ne? Insofern hat es dann nur für Modejournalismus gereicht, aber freue mich trotzdem, dass ich jeden Tag mit so toller Mode zu tun haben darf. Und wir haben natürlich auch bei uns bei Monaco Blue Weekend so ganz, ganz viele andere tolle Teile. Wie zum Beispiel, das fand ich auch so süß. Ne? Wenn man da nämlich auch genau hinguckt, bei dieser Giraffe auch wieder da so ganz süße kleine Feinheiten. Wieder hier in der Wimper noch mal so ein paar Strasssteinchen. Wie seid ihr auch auf die Giraffe gekommen? War das auch so ein Ding, was Heike mitgebracht hat? Oder hast du gesagt, nee, finde ich super cool, Exotik ist Trend, das machen wir? Also es ist tatsächlich über diese Tropik-Idee entstanden. Also wir haben so das Thema Tropendruck im Februar. Und da ist dann so die Giraffe aus dem Druck heraus entstanden. Also die Idee ist dann durch diesen Druck, der auch, wenn du das vielleicht einmal zeigen magst, in der Kapuze zum Beispiel. Hier. Genau, ich lege das mal hin, guck mal, dann kannst du mal zeigen. Genau. Ja. Also hier ist ein in der Kapuze. Ich nehme mal die passende Hose, genau. Diese kleine. Ah. Und das ist der gleiche Druck, der auch quasi in dem Galonstreifen hier ist mit den Pailletten? Mhm. Genau. Cool, okay. Ja, und auch da sieht man ja wieder, ihr habt total viele kleine Feinheiten. Ne? Der Kussmund noch mit drin, auch hier immer wieder diese kleinen Herzchen, nochmal diese abgesetzten Ösen immer an den Bändchen mit dran. Wahnsinn. Ja, und das ist auch eine sehr aufwendige Verarbeitung, weil das ist zum Beispiel jetzt dieser Druck, der ist auf die Pailletten aufgebracht. Ja. Dann wurde es ausgeschnitten und nochmal appliziert. Und das ist schon alles sehr, sehr aufwendig in der Verarbeitung und halt eben auch im Detail sehr akribisch und detailverliebt verarbeitet. Ja, also eine ganz, ganz wunderschöne Kollektion. Ich fand das so schön, als wir die geshootet haben und auch den Trailer gedreht haben, wirklich bei jedem Teil, was angezogen wurde, gerade natürlich auch dieses Giraffenshirt, das fand ich sensationell. Müsst ihr euch auch vorstellen, wenn ihr das so in der Hose, in der Jeans anhabt und dann guckt da dieser Giraffenkopf oben drauf, das ist wirklich total niedlich. Und aber auch ansonsten, wenn wir nochmal durchgucken, hier haben wir nochmal natürlich das, was du auch anhast, aber auch bei Monaco Blue in der Kollektion haben wir natürlich so viele tolle Prints mit drin gehabt. Ne? Ist das einfach wirklich auch ein Print, der ihr sagt, der entstanden ist, einfach heraus, hat Heike mitgebracht, habt ihr da Analysen gemacht? Wie macht man das in einer Zeit, wo man auch quasi nicht auf eine Fashion Week fahren kann, wo man sich nicht so austauschen kann? Also es ist tatsächlich im Moment durch Corona ein bisschen schwieriger als normalerweise, aber Heike ist ja, wie ich schon gesagt habe, halt ganz, ganz viel unterwegs. Und durch Corona jetzt ein bisschen beschränkter, aber hat natürlich ihr Netzwerk aufgebaut über die Jahre. Und wir haben auch Lieferanten, Stammlieferanten in Italien, in Frankreich, die kennen die DNA der Kollektion in- und auswendig. Cool. Und diese Lieferanten machen sich natürlich auch immer auf die Suche und füttern uns mit Ideen und schnuppern da die aktuellen Trends auf und lassen uns da der Kollektion entsprechend passend dazu viele Ideen auch zukommen, Ideen zukommen. Und wahrscheinlich auch eben so tolle Drucke dann. Also ich finde es sensationell. Aber ich liebe auch diesen Batikanzug. Es ist tatsächlich nicht nur, dass ich die Farben so toll finde, dieses hellblö und rosa, sondern dazu auch mit den Pailletten. Das ist echt so schön. Den hat Gesa nämlich getragen, auch in dem Trailer. Und ich fand das so klasse, wenn da nämlich morgens dann das Sonnenlicht drauf schimmert, ne, und dann holt man sich damit seinen Kaffee, da hat man schon direkt gute Laune, finde ich. Es ist einfach so ein richtig, wie so ein Himmelsdruck, ne? Finde ich ganz, 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 ganz schön. Aber ihr könnt nicht nur heute euch Inspiration holen, dafür, dass ihr natürlich gerne schon mal bei uns im Onlineshop rumstöbern könnt, sondern ihr könnt natürlich auch was verlieren, wollte ich schon sagen, natürlich was gewinnen. Bei uns kann man nur gewinnen. Und ich zeige euch noch mal, wo haben wir denn unser Plate? Daniela, sind schon die Leitungen gut gefüllt hier? Die Kommentare sind schon gut gefüllt, ja. Auf jeden Fall. Das würde ich mir bei euch entgehen lassen, weil dieses Plate ist schon irgendwie was Besonderes. Ne? Ich finde, wenn man das zu Hause auf sein Sofa legt, das hat schon so richtig... Das hat einfach eine richtige Strahlkraft. Ne? Ja. Das ist wirklich unglaublich. Erstmal in der Größe und du hast es ja vorhin auch schon gesagt, man hat auf einer Seite eben diese tolle Wolle. Ja, insofern, dass man sich da total kuschelig drin einpacken kann. Und auf der anderen Seite dann eben diesen tollen, tollen Golddruck. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir haben hier nur normales jetzt so Studiolicht. Aber ich glaube, auch wenn da morgens die Sonne drauf ausgeht und aufgeht und dann sitzt man da auf seinem Sofa mit seinem Buch oder seinem Magazin, das ist unglaublich schön. Guck mal, ist so groß. Ich habe vorhin schon gesagt, guck mal, ist wie so ein Cäsar-Gewand. Ne? Guck mal. Hier.
könnte auch mal anziehen. Für Fasching kann man sich auch sonst noch mal schön ein Kostüm anziehen. Nee, ich finde das sensationell, vor allem mit diesem tollen Print. Ja, unser Coco ist jetzt ganz alleine da mit seinem Wecker. Was machst du sonst am Wochenende? Bist du tatsächlich auch in Hannover unterwegs? Wohnst du inzwischen in Hannover oder pendelst du immer her zu uns? Nein, also ich pendel. Ich wohne mittlerweile in Minden und habe auch einen kleinen Hund seit jetzt so einem halben Jahr. Ach süß, was hast du dir geholt? Wir haben uns einen kleinen Mischling geholt, tatsächlich, vom Tierschutz. Oh, und wir wissen nicht genau, was noch mit drin ist. Also es ist so ein chinesischer Faltenhund-Mischling. Oh, wie aber süß, die so ein Chapé wollte ich früher auch machen. Ja, oh, ja. So klein, süß, ja, niedlich. Ja, die macht ganz viel Spaß. Und da gehen wir am Wochenende, wenn dann Zeit ist, ganz viel mit dem Hund spazieren. Und gerade jetzt, wo das Wetter wieder schöner wird, werden wir da wahrscheinlich dann wirklich jetzt auch heute das noch genießen, ne? Das Wetter draußen. Das Wetter genießen, genau. Oh ja, herrlich, das kann ich mir vorstellen. Color, dürfen wir dich fragen, ob du den Gewinner von letzter Woche für uns ziehen würdest? Aber sehr gerne. Das wäre ganz toll. Wir haben ja letzte Woche den Jan da gehabt von Blumen Hoffmann. Und der übrigens noch Single ist. Also er nimmt gerne alle Anfragen entgegen, ist kein Problem. Ja, meine Leitungen haben schon geglüht, waren alle total begeistert hier nach dieser Sendung. Ja, ich glaube nicht mehr lange. Wir kamen also alle sehr ins Schwärmen. Ja. Naja, aber zurück zu unserem Tulpenstrauß auf jeden Fall. Den konntet ihr nämlich gewinnen. Und wer den bekommt in seiner Wunschfarbe, das verrät uns Cordula jetzt. Das ist die Silke Rautenkranz. Oh, wie herzlichen schön. Glückwunsch. Das ist ja toll, Silke. Ja, da freuen wir uns, dass du den Gewinn hier abgeräumt hast. Und natürlich, Daniela, was gibt es natürlich noch dazu hier zu unserem Tulpenstrauß? Ja, wie immer natürlich die Tasse, die ja bei allen sehr beliebt ist. Ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche hat die liebe Angelika ja gewonnen und hat uns auch ganz Foto lieb was gepostet und hat auch gesagt, sie braucht jetzt eigentlich noch eine Tasse für ihren Mann. Also Angelika, mach auf jeden Fall heute gerne wieder mit. Es wird bestimmt noch mal irgendwann eine Tasse für dich und deinen Mann geben. Weil es kommen immer alle in Lostopf. Also viele von euch machen ja wirklich jede Woche mit. Und das freut uns auch immer sehr und ihr seid immer alle hier in diesem Lostopf drin. Ja, es ist ja auch tatsächlich, wenn wir jetzt noch mal einmal einen ganz kurzen Schwenk nämlich zu der Kollektion machen, ist es tatsächlich durch dieses ganze Homeoffice viel zu Hause, hat natürlich so eine Joggingklamotte auch an enorm zugenommen, ist auch viel wichtiger geworden, weil wir uns ja ganz oft teilweise gar nicht mehr rausbewegt haben. Sagst du auch, aber dieser Jogpant-Trend wird definitiv noch bleiben auch und warum? Ja, also ich denke, dass der Jogpants-Trend auf jeden Fall weitergeht. Weil gerade jetzt hat man ja festgestellt, wie bequem das eigentlich ist. Oh ja. Oder dann jeder trägt auch gerne Jogpants? Ja, ich muss ja sagen, ich muss, glaube ich, ein bisschen mehr umdenken. Weil ich renne zu Hause immer in so einer schwarzen Leggings und einem schwarzen Pulli rum. Ist ja eigentlich auch doch ein bisschen langweilig, ne? Wenn ich jetzt deinen Anzug da so sehe. Ja, da ist auf jeden Fall schon was los. Ja. Ja, und es ist ja auch alltagstauglich, ne? Also du bist ja super angezogen, wenn du auch komplett in dem Outfit einfach auf die Straße gehst, wirfst dir eine Jacke drüber und bist angezogen für den Tag. Und ich denke, das ist schon auch sehr, sehr straßentauglich, dieses Outfit. Ist ja nicht nur was für zu Hause. Von daher wird sich das sicherlich auch noch weiter fortsetzen. Ja, das hoffe ich und glaube ich auch. Und ich fand das auch immer toll, wenn nämlich Heike reinkam, die hatte letztens nämlich auch den Anzug an, das Oberteil und die Hose. Du hattest einen tollen beigen Mantel da drüber, einen schicken Sneaker, da eine Tasche drüber. Ich finde, da sieht man auch sofort, man sieht immer jung aus, dynamisch, ne? Sieht immer lifestyleig aus und ist einfach ein riesenschöner Look. Insofern, vielleicht habt ihr auch ein bisschen Lust bekommen, einfach mal bei uns im Shop zu gucken. Hast du sonst tatsächlich sowas, wo du sagst, das ist so dein Style oder hast du so ein Lieblingsteil, was du immer anziehst oder was du über Jahre immer nachgekauft hast? So was Privates jetzt, also außerhalb der Kollektion. Ja. Ich habe tatsächlich so Lieblingsteile. Das ist meine Patricia Pepe Biker Princess Jacke. Ach cool. Und das ist, die habe ich schon so geschleppt, dass die wirklich auseinanderfällt. Und das ist so ein Teil meiner Lieblingsgarderobe daheim. Dann gibt es noch eine Schumacher-Bluse. Ich finde ja Dorothee Schumacher auch ganz großartig. Ja, tolle Frau, tolle Kollektion. Tolle Drucke einfach auch in ihrer Kollektion hat. Ja, und meine D-Squared-Jeans, würde ich sagen. Muss auch immer dabei sein, ist auch so ein Highlight-Teil in deiner Garderobe. Hast du auch so ein Lieblingsteil? Ja, bei mir ist es aber ein bisschen einfacher, glaube ich, als bei euch. Ich habe eine Lieblings-Jeans. Ich glaube, es ist gar keine Jeans, es sind diese ohne Knopf und ohne alles quasi in schwarz, so eine Röhre, die, ich glaube, ich habe die schon 20 Mal nachgekauft. Ist auch so ein günstiges Modell, aber ich liebe die einfach und die geht halt irgendwie immer.
Ja, und passt immer überall drunter, ja. Und vor allem ist auch bequem, ne? Ja, insofern, wenn ihr einen Teil habt, wo ihr vielleicht auch sagt zu Hause, das habe ich schon seit 20, 30 Jahren, kaufe ich mir immer wieder und das ist so ein Me-Teil geworden, dann postet das auch gerne mal in die Kommentare, finde ich auch mal interessant, was zu eurer Garderobe immer dazugehören muss. Ich freue mich und sage ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Cordula, dass du da warst und uns nochmal die Kollektion Monaco Blue und auch Monaco Blue Weekend vorgestellt hast. Und wir sind ganz, ganz gespannt, was die nächsten Saisons noch so aus deiner und Heikes Zusammenarbeit entsteht. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ganz lieben Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. So, Daniela, und ich bin gespannt auf nächste Woche, ne, wer dann hier sein wird. Mhm, und ich hoffe, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Insofern viel Glück, jetzt noch am Gewinnspiel teilnehmen und schnell kombinieren. Und kombinieren, soll ich schon, kommentieren. Und ihr Lieben, bis dahin, macht's gut. Drück die Daumen. Auf jeden Fall. Tschüss.